Hallihallo und guten Morgen. Die Couch ist noch nicht abgeholt. Ich habe gerade geguckt. Sie steht noch schön einsam und verlassen am Straßenrand. Mal gucken. Ich denke mal, es hat auch keiner drin rumgemuselt. Wie putzig klein die aussieht. Wenn die so übereinander gestapelt ist, kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man jetzt das Monster im Wohnzimmer hat. Dass wir eigentlich die ganzen Jahre mit diesem kleinen Zustand da klargekommen sind. Habe natürlich, wie immer, meinen Sport absolviert. Gerade gefrühstückt. Bin noch das Video, was jetzt gleich dann eben rausgeht, am fertig bearbeiten. Und dann werde ich mich wieder um mein Haus kümmern. Ich habe jetzt einfach die Feststellung gemacht, ist auch eine Art von Urlaub. Sich eigentlich permanent von morgens bis abends unter Druck setzen, seinen Sport zu absolvieren. Aber ich meine, das tut mir ja gut. Na, ich bin ja froh, dass ich jetzt einfach so mal vormittags dieser Sache nachgehen kann. Und jetzt gleich gucke ich, was ich als allererstes aufräume. Wir haben schon wieder kurz vor 12, naja. Die Zeit rennt. Meine Couch wird geholt. Zack, bumm, weg ist sie. So schnell kann sie gar nicht gucken. Der Automat will sie nicht. Weg ist sie. Weg ist sie. Es tut mir schon im Herzen weh zu sehen, wie ein Möbelstück, was mich 17 Jahre begleitet hat, zerquetscht wird. Ich gehe jetzt ab in die Dusche und dann werde ich Darlins Zimmer auf den Kopf stellen. Was machst du da? Ich muss mal gerade mal einen Kabelkanal basteln. Kabelkanal? Ja, ich habe zu viel Kabel direkt da. LKW für die Handy-Dings will ich mir alle den Kabelkanal. So, so. Was ist? Was ist? Was ist das für dich? Was hat die da? Weißt du, was ich mir heute schon mal überlegt habe, eben wie ich wieder in der Küche stand? Hallo? Vielleicht sollte ich einfach nur einen Kochkanal machen. Ich habe auch gar nicht gefilmt, eben, wo ich gekocht habe. Ein Kochkanal? Ja, weil die mich ja nur noch kochend und in der Küche sehen. Das ist super, super Idee. Ich könnte ja auch, wie soll ich sagen, Fitness-Guru werden. Mhm. Essens-Guru. Wie man sich richtig ernährt. Was soll ich geil finden, dass ich das hier... Nicht die Schnitten kriege, nimm doch eine Schere, Junge. Das klebt wie Sau, wie Hunde. Ah, süße. Süße. Wer geduldig ist, der kriegt das auch. Ja, warum hast denn du hier so viel Überschuss gemacht? Da ist kein Kleber dran. Achso. Aber jetzt krieg ich das nicht weg hier. Weil das kannst du nicht, das ist so. Das klebt so sehr, da kannst du mit der Schere nicht. Bist du sicher? Hm. Und ich hab ne. Guck mal, ich hab ja auch ein Messer mit Griff. Ich auch! Ja, das Gleiche! Kommt auf den Meister. Ich hab ein Fachstück gehabt, mein Brettchen. Nee. Ja, du sagst einfach nicht, ne? Wieso ist eigentlich alles dir hier? Weil ich der Master of Disaster hier bin. Ich denke, das bin ich. Ah ja, stimmt. Ich bin Regierungsbezirk. Du bist der Chef hier im Regierungsbezirk? Ja. Ich bin der Chef. Hat doch geklappt, besser. Oder? Ach, du bist der Chef, Digga? Gut. Weil ich hab... Was ist du bist der... Nicht daran fassen, das ist super scharf, mein Schatz. Ach so, das... Das ist nicht so wieder krass. Ich muss das hin. Ich zieh mal von meinem Finger ab. Damit ich es wegschmeiße, ja, ne? Tu es unten rein. Toll. Hä? Hä, was ist das? Ein Messer. Ich bin hier aber auch der Depp von jedem, weißt du das? Nein, nein, nein. Doch, ja, ist so. Von was ist das Messer? Guck mal bitte, wie rum die Rolle ist. Von was ist das? Jetzt haben wir das Ding weggeschmissen und das ist ja quasi komplett andersrum hier. Wie, klebt die Seite, oder? Papa! Was? Komm her. Für was ist die? Hier. Was denn, Schatz? Dafür nimmt der Scheiß an meinen Finger jetzt! Für was ist das? Oh, ich habe wieder die Deckel vertauscht. Ah, ich krieg das nicht von meinem Finger ab. Was denn, Süße? Ich hab die Deckel vertauscht. Das Messer? So, da steht schwarze Tonne drauf. Das hier, das sind nur Klingen, die da kommen steht hier so. Gelbe Tonne drauf. Meine Ömmelsdinger hier. Ich muss mir mal andere. Ich habe einen Action, habe ich schon im Mülleimer gesehen. Treten wir an. Aber das ist natürlich ich hatte zwar eben gesagt, dass ich bei Darlene im Zimmer mache, aber mehr wie dreckige Wäsche rausholen. Habe ich auch nicht gemacht, weil ich musste Jana dann wieder von der Schule abholen um 2:30. Danach stand die Jute wieder gefühlte 18 Stunden in der Küche. Mama, ich schneide es durch. Du? Ja. Mama? Mama ist wieder am Herd gestanden. Und weißt du, was ich jetzt mache? Den Kackwäschehaufen, der da hinten auf Mama! Ja. Esszimmertisch ist, ja. Ich muss es aufschneiden.
Schatzi, das sind Lebensmittel und ich möchte nicht, dass du die vermatschst. Und außerdem färben die richtig gut ab. Dann habe ich so richtig lilafarbene Flecken auf dem Tisch. Nimm dir, wenn, ein Brettchen, ja? Siehst du, sage ich doch. So, Bügeleisen habe ich mir nämlich schon platziert. Jana habe ich bei Mathe geholfen. Ich habe sie zusammengekommen. Bei, wie heißt der Mist nochmal? Oberflächeninhalt von Quader und Würfel. Das hast du perfekt gezeichnet. Sieht zwar aus wie ein Kreuz, als wenn ein Würfel. Ja, sieht ja hier auch. Jetzt schreibst du aber bitte bei den Seiten die Zentimeterzahl hin. Hier 5 cm. Okay, warte, ich komme. Nee, ich bin falsch. Was hast du falsch? Hör mal, bügelst du gerne? Ja. Warum lernst du es nicht? Ach, halt doch die Fresse. Nein, du sollst halt einfach nicht. Guck mal, wo das steht. Ja, weil ich dann auf den Fernseher gucken kann. Ja, ich habe aber hier einen Vorbau. Ich muss irgendwie da vorbei. Ja, hättest du mal abgenommen. Hab ich doch. Wie viel? 5. Du hast es schon wieder zugenommen. Kann sein. Muss aber kann sein. Ja, so. Was denn? Ja, ich sag mal, ich wollte auch mal mitteilen in der, sagt man, Community. Ja. Stehen ja dann, ne, der Junge, der kann ja essen, warte, ne? Er ist ja schon erwachsen. Klar kann der essen, was er will. Da habe ich auch nichts gegen. Aber keiner von euch kriegt hier manche Fressattacken von dem jungen Herrn mit. Ja. Und der frisst nämlich manchmal so viel aus Langeweile, Frust oder was weiß ich, sodass das oben schon wieder rausguckt. Echt? Ja. Und deswegen bin ich nur hinter der Ernährung so her. Ja. Das sind aber die Sachen, die keiner von euch sieht. Haben die das geschrieben? Ja, es war schon halt, ne, du könntest ja schon essen, was du möchtest. Ne, bisschen ich kann ja auch alles vertragen. Ja, aber das gibt, also die sollen das nicht falsch verstehen, wenn ich hier jedem so mit dem Essen am Hinterherjagen bin. Maus, kannst du mich mal rasieren? Kannst du mal die Fresse halten, wenn ich hier vernünftig rede? Warum bist du eigentlich so fresh? Weil ich fresh geboren bin. Wie? Echt? Ja. Ja, das stimmt, das kann ich bestätigen. Ich kenne sie schon, da war sie 15, da war das eine Kische Erbse. Wir kennen uns und haben uns erst mal gesehen, da war ich in der Grundschule, mein Herzchen, ja? Ja. Da war ich nämlich, das wollen wir nicht sagen. Und wann hast du mich zum ersten Mal gespürt? Vogel, hau bloß ab. War ich noch minderjährig. Was? Ronny, du hast ein Plastikmesser, und damit kannst du nicht die Hintern. Also genauso auch mit den Kindern und so, ne? Oder generell, jeder kann eigentlich essen, was er möchte. Gar keine Frage. Aber die Sachen, die hier im Hintergrund sind, die sieht ja nicht jeder. Und aufgrund dessen bin ich wie ein Teufel dahinterher, was das Essen hier angeht. Nicht, dass das falsch verstanden wird. Und dann, lieber Thorsten, ich denke mal, du weißt, was ich dich meine. Ich habe den Rick nicht mit den Pfanddosen abgezockt. Denn der Rick selber hatte nur 66 Dosen, was 16,50 Euro ergibt. Und der Rest, der bis 20 Euro waren nämlich meine Pfandflaschen. Und davon habe ich mir dann nochmal 4 Euro festgehalten. Also ich habe den Rick nicht abgezogen, lieber Thorsten. Sag mal, ja genau, der Thorsten war das nämlich. Ja, das war, glaube ich, ein bisschen falsch verständlich, weil ich habe insgesamt 24 Euro gehabt und habe mir einfach die 4 Euro Kleingeld behalten und der Rick hat nur 20 glatt gekriegt. Aber in echt hat er nur 16,50 Euro selber verdient gehabt. Das ist ja, der Thorsten, der hat ja zwei Berufe. Der ist ja einmal Lastkraftwagenfahrer. Und einem ist der Bratwurst-Tester. Ohne Scheiß. Der ist Bratwurst-Tester. Ich den bin Job, ja, den würdest du auch gerne machen, ne? Ja, ich bin ja Bockwurst-Tester. Ach, du bist der Bockwurst-Tester. Ja. Gut. Gut, ne? Ja, und ich bin der Bügelbrett-Tester. Leck mich. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier den Haufen, ist nicht viel zu bügeln, sind mehr Handtücher und Bettwäsche und Decken. Aber das allerschlimmste Laster, was ich habe, steht hier. Den Monsterkorb, den ich vorletztes Video aus dem Trockner geholt habe. Das steht auch bei mir schon mal gerne die ganze Woche hier rum. Sind die gleich dick, die Dinger hier? Mama, ja. Mama, ich glaube aber, weil meistens sind ja auch die Lösungen falsch. Ich glaube, die Lösungen sind falsch. Weil die habe ich jetzt wieder richtig. Welche Lösung war denn falsch? Hier habe ich. Hier muss ich nachrechnen. Ich kann das jetzt nicht in einem Doi so sehen. Aber wenn du Zeit. Ich werde mal nachrechnen. Bügelwäsche fertig. Faltwäsche war gar nicht so viel. Das war nur so viel durch die Handtücher. Und die Bettwäsche, naja, den Driss, den mache ich nachher schön gemütlich vorm Fernseher, weil heute Abend gehe ich nicht mehr in den Keller Sport machen. Und vielleicht werde ich auch im nächsten Video zeigen, mich hat mal jemand gebeten, die Sportgeräte unten näher zu zeigen. Wobei ich aber im Moment eigentlich nur auf HIIT, also High Intensiv Intervalltraining trainiere und nicht mit Gewichten. Ja, denn mit den Gewichten habe ich so das Problem, aufgrund meines Bandscheibenvorfalls im Nacken, dass ich keine starken Gewichte hier oben tragen kann. Hey, geht's gut?
Nein. Nicht jetzt. Nein. Es ist Pause. Ihr zwei hört jetzt auf. So. Einer hier, einer da. Schluss. So. Hier ist die Grenze. Und du bist jetzt auch ruhig. Ja, du bist gemeint. Nein, bleib sitzen. So ist fein. Ja. genau. Ich kann ja dann mal unten im Keller zeigen. Im Prinzip ist das da wieder auch im Sportstudio. Von vorne bis hinten trainieren kannst. Ne? Ist so von allem ein bisschen was bei. Ne? Du kannst was für die Beine machen, vorne, hinten. Du kannst für den Rücken, kannst Bizeps, kannst Bank drücken. Ist halt so eine kleine Heimtrainerbank. Für zu Hause. Crosstrainer haben wir unten stehen. Matten auf dem Boden für halt meine Art und Weise, wie ich trainiere. Ist im Prinzip alles sehr stark auf Ausdauer mit Kraft. Aber nur mit eigenem Körpergewicht, was ich halt praktiziere. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich habe jetzt noch Training, die Jungs ins Bett zu bringen. Und mal schauen. Ich hoffe ja mal, dass ich morgen Vormittag kein Kind wieder von der Schule abholen muss. So wie heute musste ich die Darlene schon wieder von der Schule abholen. Aber ich kann ganz beruhigt sagen, die Blutwerte von ihr sind alle in Ordnung. Wir haben nichts mit der Schilddrüse. Alle Organe sind bombastisch. Ich denke, es ist eher dieses Jugend-Teenager-Problem, was halt so am Anfang ist, wo man mit verschiedenen Sachen oder Körperfunktionen, was weiß ich, so seine Schwierigkeiten hat. Es ist auf jeden Fall alles in Ordnung mit dem Mädel. Sie ist auch fleißig, weiter eisern und isst keine Süßigkeiten. Bin stolz. Aber es kostet wirklich ein hartes Auskommen. Also da bei ihr sehr stark der Zuckerentzug im Moment dran ist. Und das ist so, wenn man sich umstellt von der Ernährung, für alle, die ganz normal essen und Süßigkeiten und hier und da, wenn du komplett darauf verzichtest, die ersten 3 Wochen, die sind Horror. Da kapituliert so manch einer. Und deswegen schafft du das auch meistens nicht. Da hast du wirklich richtig diverse, blöde Phasen, wo du dich echt super krank fühlst und Kopfschmerzen hast, Übelkeit und Pipapo. Aber wenn die Zeit mal rum ist, geht es dir bestens. Also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, aber bei mir ist, ich nehme generell nicht viel. Oder habe vorher auch generell nicht viel Zucker zu nehmen. Naja, ich will auch nicht weiter nerven mit meiner Essens- und Gesundheits- und was weiß ich was Geschichte. Weil, ich denke mal, interessiert ja nicht so jeden. Gut, heute ist nicht wirklich viel passiert, außer dass ich dreckige Wäsche aus einem Kinderzimmer rausgeholt habe. Aber im Großen und Ganzen denke ich mir auch, ich habe Urlaub und sollte vielleicht auch mal lernen, mich nicht selber immer so unter Druck zu setzen, alles auf einmal zu schaffen und zu machen. Und jetzt gleich chill ich mich ein bisschen schön auf die Couch, weil ich habe so einen mördermäßigen Muskelkater mittlerweile in den Beinen. Obwohl ich ja eigentlich dachte, weil die trainiert sind die ganze Zeit durch diverse andere Übungen. Nein, da gibt es doch noch andere Muskeln, die sich jetzt melden. Und ich muss langsamer, sonst krieg ich wieder mal. Ja. Ja, so schaut's aus. Hoffentlich scheint morgen mal die Sonne. Ich weiß ja nicht, wie das Wetter werden soll. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und würde sagen, heute war Tag 4 von meinen freien Tagen. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.